sieht so aus, was? Jens, musst du aber mal wieder ins Bett. Ob sie einen Unfall hatte? Das werden wir gleich erfahren. Ab auf dein Zimmer. Woher mag sie bekommen? Ich denke mal aus dem arabischen Raum. Vielleicht Nordafrika. Na, wie sieht's aus? Kopf, nur eine Platzwunde. Ja, du. Ich tu dir ja nichts. Hat sie irgendwas gesagt? Na, kein Wort. Als ob sie taubstumm ist. Sie sieht so apathisch aus. Ein Schock. Sie hat Angst. Wir sollten erstmal ihren Zustand stabilisieren. Das ist mehr als Angst. Wir haben nichts. Wie nichts? Ja, keine Einweisungspapiere, kein Krankenblatt. Wir wissen nicht mal, wie die Kleine heißt. Das gibt's doch nicht. Wo kommt ihr denn mit dem Kind her? Aus dem Notaufnahmelager hier. Und was hat sie? Wissen wir nicht. Sie hat sich übergeben und Blut gespuckt. Also Zustände sind das. Da können wir auch nichts für. Der Heimleiter hat uns nur gesagt, dass irgendwelche Leute sie nachts da vor die Tür gelegt haben und dann spurlos verschwunden sind. Bestimmt ist da was faul. Ein Waisenkind? Keine Ahnung. Fest steht nur, dass niemand was über die Eltern oder die Angehörigen weiß. Tschüss. Tschüss. Was ist denn mit dem Mädchen? Jens, ich hab dir doch vorhin schon gesagt, du sollst ins Bett gehen. Bitte schön. Na ja, danke. Na ja, sieh mal, das Bruchende der dritten Rippe des Lungenfell verletzt. Vielleicht stammt es von einer Misshandlung. Das ist möglich. Hämatothorax? Ja, ja, das sieht ganz so aus. OP. In ihrem Zustand. Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Aber Sie müssen doch wenigstens den Namen wissen. Die Kleine kann doch nicht ganz alleine sein. Äthiopien. Das ist sicher, ja? Mhm. Und haben Sie schon Verbindung mit dem Konsulat aufgenommen? Na gut, dann machen wir das. Ja, danke. Was ist denn jetzt mit dem Mädchen? Du bist ja immer noch da. Die Kleine wird gerade operiert. Was Schlimmes? Ja, das wollen wir nicht hoffen, Jens. Ob ich sie mal besuchen kann? Ach, damit warte mal lieber noch ein bisschen. Und auf welches Zimmer kommt sie? Du fragst dann aber auch Löcher in den Bauch. Zimmer 114. So, jetzt gehst du aber endlich wieder in dein Bett. Sonst kriegst du zu deinem Asthma noch eine deftige Erkältung. Geh ja schon. Sauber. Geht schon. Blutdruck? 90-60. Blutdruck ist nicht stabil. Blutdruck sinkt. Puls. 64. Blutdruck sinkt. Sinkt weiter. Puls 58. Ich verliere sie. Verdammt, was ist los? Puls stabilisiert sich. Blutdruck 70-50. Steigt. Puls 72. Wir haben sie wieder. Danke. Was ist denn mit dem? Oh, der arme Puppel. Der hat sich beim Zweikampf
das Ohr aufgerissen. So, ja, jetzt haben wir es gleich. Wo ist eigentlich Äthiopien? Äthiopien? Ja, ist ja gut. Äthiopien, das ist eine Insel, nicht weit von Arabien, aber ziemlich weit von hier. Und was sprechen die Menschen da für eine Sprache? Ah, Jens, denk doch mal nach. Ein Engländer spricht Englisch, gell? Und ein Äthiopier spricht? Äthiopisch. Klar. Und was ist ein Konsulat? Konsulat ist ein großes Haus, und da wohnt ein wichtiger Mann drin, das ist der Konsul. Und was macht ein Konsul? Ein Konsul, das weißt du nicht? Konsultiert. Logo. Aha, danke. Jens! Ich treffe nun wirklich in jedem Winkel der Klinik, nur nicht in deinem Zimmer. Doc? Ja? Weiß man jetzt eigentlich schon, wie das Mädchen aus Äthiopien heißt? Nein, leider nicht. Aber sag mal, warum interessierst du dich ja nicht so für sie? Von allen Kindern, die hier im Krankenhaus sind, geht es ihr doch bestimmt am schlechtesten. Hm. Jedes Kind hat doch wenigstens einen Namen. Nicht mal das hat sie. Oder Verwandte. Hat sie doch auch nicht. Oder? Nein. Sie ist wirklich ganz allein. Lieb von dir, Jens, dass du dir so viele Gedanken über sie machst. Übrigens, morgen kommt dein Gips runter. Endlich, wie versprochen. Jetzt gehst du aber schlafen, okay? Schlaf auch gut, Doc. Danke. Der Laden ist voll und du sitzt hier rum wie totes Kapital. Muss deinem alten Vater ruhig etwas helfen. Hier, probier mal. Na, iss doch. Ich hab keinen Hunger. Du bist ja noch sauer wie das Sauerbraten. Vater, ich hab wirklich keinen Hunger. Probier doch wenigstens. Dir ist wohl eine ganz große Laus über die Leber gelaufen, was? Da liefern die heute ein kleines Mädchen aus Äthiopien ein. Kein Name, keine Eltern, keine Geschichte. Nichts. Abgemagert und voller Angst. Naja, wir werden sie natürlich nach allen Regeln der Kunst wiederherstellen. Das ist ja wohl dein Beruf. Und wenn wir sie aus der Klinik entlassen, was passiert dann? Zurück ins Notlager und Abschiebung nach Äthiopien. Oh, Markus, so ein kleines Kind schiebt doch keiner ab, das tut doch keiner. Was glaubst auch nur du? Ist wahrscheinlich illegal hier. Kennen die Behörden kein Pardon. Wiedersehen. Simish Mandela. Initsa Gane. Hulu Mirado Shalishi. Aisosh. Imuyi, bitte Sabotsch Manacha. Was haben Sie gefragt? Ich habe Sie nach Ihren Eltern gefragt. Ich glaube, es tut nur weh. Ich habe inzwischen eine Frau ausfindig gemacht, die möglicherweise zusammen mit diesem Mädchen aus Äthiopien angekommen ist. Diese Frau liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Sie wurde zufällig von Arbeitern auf einem Containerumschlagplatz in Ludwigshafen gefunden. Das war am selben Tag, als die Kleine im Aufnahmelager abgeliefert wurde. Alles deutet auf illegale Einwanderung hin. Ich fahre von hier aus gleich zu ihr. Vielleicht haben wir Glück. Für uns wäre es dringend nötig, etwas über die Ursachen ihres Dramas zu erfahren. Nur dann können wir dem Kind wirklich helfen. Sobald ich etwas erfahren habe, melde ich mich. Hat denn diese Frau noch gar nichts gesagt?
Wenig. Ab und an hat sie einen Namen genannt. Kedicia. Antje Kedicianisch. Könnte diese Frau die Mutter des Kindes sein? Das ist möglich. Das lässt doch hoffen. Vielleicht sollte einer von uns gleich mit Ihnen kommen. Das wäre bestimmt gut. Danke Sie, Frau Ayer. Droht dem Kind eine Abschiebung? Davon muss man ausgehen. Ihre Behörden sind da sehr rigoros. Das habe ich befürchtet. Wenn sie gesund ist und entlassen wird, fangen für die Kleine die Probleme erst richtig an. Ja, leider. Wann meinen Sie, dass sie transportfähig ist? Transportfähig? Ja, das heißt in dem Fall noch lange nicht gesund. Ich entlasse sie erst, wenn sie auch psychisch wiederhergestellt ist, und das wird dauern. Verstehe. Noch etwas, die Krankenhauskosten. Das müssen wir mit den Behörden klären, wer dafür aufkommt. Darüber reden wir später. Erst muss das Kind wieder auf die Beine kommen und geklärt sein, was wird. Und wenn diese Frau nicht die Mutter ist, vielleicht finden Sie ja noch Angehörige der Kleinen in Äthiopien. Wissen Sie, wie es in Äthiopien aussieht? Kommen Sie bitte erstmal. Yemibala yella. Qoshasha uha bicha yetatta. Bamhakalu. Ihe adega darasabba. Was sagt sie? Sie redet von einem Unfall, von einem Container. Haben Sie nach Kedicha gefragt? Kedicha behiwat hallich. Jetzt ist er leicht. Bitte, Sabu, abrunne Peru. Weil das Mädchen braucht doch einen Namen. Ach, und da kommt der kleine Jens und gibt dir einfach einen. Wie kommst du auf den Namen, Khadija? Naja, eigentlich wollte ich sie Sarah nennen. Aha. Aber ich habe ihren Namen gehört, als die Frau da war. So, so. Und wieso wolltest du sie gerade Sarah nennen? Sarah war mal meine beste Freundin. Und jetzt? Ist die weggezogen. Ach, da läuft der Hase lang. Aber jetzt mal was anderes. Schau mal, Jens. Kedicha ist gerade operiert worden und braucht erst mal ganz viel Ruhe. Das nächste Mal, wenn du sie wieder besuchen willst, kommst zu mir und sagst mir Bescheid. Alles klar? Okay, Doc. Okay. Ich kann mich immer noch nicht beruhigen. Diese armen Menschen. Und Kedicha war mit ihrer Mutter unterwegs. Es waren mehrere Familien. Die hatten sich in Äthiopien in einem Schiffscontainer versteckt. In der Schlepperbande haben sie dafür noch viel Geld bezahlt. Um nach Deutschland zu flüchten? Genau. 10 Tage waren sie unterwegs. Über Marseille bis Ludwigshafen. Und irgendwo ist dann bei Seegang die Ladung im Container verrutscht und die Mutter und Kedicha wurden eingequetscht. Und als die Schlepper dann in Ludwigshafen die Leute aus dem Container holten, da haben sie die verletzte Frau einfach liegen lassen. 10 Tage in einem engen, dunklen Container.
Kaum Luft, kaum Nahrung. Dr. Kampmann, die Mutter möchte Khadija gern sehen. Ja, das wird ihr sicher gut tun. Vielleicht beginnt sie dann endlich wieder zu sprechen und zu essen. Wie ist denn der Zustand der Mutter? Äußerst kritisch. Hallo Jens. Hallo Doc. Ja, warum bist du denn nicht bei den anderen? War gerade im Spielzimmer, da ist ja richtig was los. Ach, die sind doch alle doof. Na, hör mal, die können doch nicht alle doof sein. Sind sie aber. Ich habe einfach keine Lust, mit denen zu spielen. Du, da habe ich eine Idee. Hättest du Lust, mir einen Gefallen zu tun? Klar, Doc, immer. Was soll ich machen? Dann komm mal mit. Die Kekse sind echt super. Oder willst du lieber Tee? Der schmeckt nicht so gut. Weißt du, der Doc, der hat gesagt, du musst jetzt ganz viel essen, damit du wieder richtig stark wirst. Und unser Doc, der hat meistens recht. Findest du sie gut? Ich schenke sie dir. George, Du hast mich angelogen. Was? Äthiopien ist gar keine Insel. Und da wird auch nicht Äthiopisch gesprochen. Woher willst denn du das wissen? Die sprechen Amharisch. Das weiß ich von Schwester Hilde. Dann müsste es ja Amharien heißen. Und Khadija ist ein amharischer Mädchenname. Das weiß ich auch. Und was heißt das auf Deutsch? Aber ich weiß es. Aber ich verrat's dir nicht. Brauchst du auch nicht. Ich weiß ja, dass es was ganz Schönes heißen muss. Guten Tag, ich bin Schwester Margit. Sind Sie Dr. Kampmann? Ja, guten Tag, Schwester. Guten Tag. Unser Oberarzt Dr. Rösel möchte dabei sein, wenn Frau Almas ihre Tochter wieder sieht. Und er bittet darum, dass der Besuch nur kurz ist. Selbstverständlich. Wenn Sie einen Moment warten würden, ich hole ihn. Danke. Deine Mama ist noch sehr krank, Khadija. Deshalb können wir heute nur kurz bei ihr sein. Khadija, innate spät am Ammortal. Selle sie besume kopiert an den Chile. Aber es geht ihr bestimmt bald wieder besser. Gen tolle zu den Anlet. Khadija. Vijay. Dina. Mai. Khadija. Vijay. Du weißt doch so gut wie ich, früher oder später droht der Mutter und dem Kind die Abschiebung. Sie sind illegal hier. Wissen wir, wie gut die medizinische Versorgung in diesen Lagern ist? Dort gibt es genauso ausgebildete Ärzte wie hier. Wir haben unsere klar definierte Aufgabe, die erfüllen wir mit Sorgfalt und Liebe. Aber über allem Engagement dürfen wir doch die Realität nicht vergessen. Das Ganze kostet Geld. Ja, ich sehe es ja ein, aber ich möchte Sie so lange hier behalten, bis Ihre Mutter beim Berg und Sie selbst wenigstens halbwegs gesund ist. Markus, verstehe mich recht. Auch ich will helfen, so gut ich kann. Aber du kennst doch unsere finanzielle Situation.
Lass uns eine Ausnahme machen und nicht wie Beamte handeln. Albert, mach noch mal voll. Ja, Moment. Hallo, Vater. Na, Markus, wieder spät geworden, was? Tritt kürzer, Junge, du machst dich kaputt. Das musst du gar nicht du sagen. Arbeitest ja auch jeden Tag bis 11 oder 12. Mach mir noch Vorschriften. Albert, wir verdursten. Ja, ich komme. Mach mal den Müller-Turker auf. Vater, nerv mich nicht auch noch mit dem, wenn er nicht dein Kellner. Er hat wieder eine Laune. Ich wollte eigentlich welche mit Schokofüllung. Aber die hatten sie in der Küche nicht. Hier. Na los. Siehst du, nun musst du nur noch essen, Kiditschia. Sonst wirst du nicht gesund. So. Gerade Keks gegessen. Ich hab's gesehen. Weißt du, dass du eben ein kleines Wunder vollbracht hast? Wunder? Sie hat doch nur ein bisschen abgebissen. Ja, genau deswegen. Mensch, was ist schon ein Pfundskar. Okay, Dietje. Wie geht's? Ach, Schwester Hilde. Unser kleiner Wanderer tut Dietje richtig gut. Wie schaut's aus mit den neuen Blutwerten? Schon besser. Aber immer noch leichte Temperatur. Ich wusste, dass es ihr gut tut, ihre Mutter wiederzusehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dr. Kampmann. Guten Morgen, Herr Doktor. Mit Jens sieht alles ja gut aus. Bitte kommen Sie doch rein. Danke. Der Bruch ist soweit verheilt. Er könnte Ende der Woche entlassen werden. Bitte nehmen Sie Platz. Und dann seine Kur antreten. Ja, hoffen wir, dass wir dann auch sein Asthma in den Griff kriegen. Das Sanatorium in Heiligendamm hat ja einen sehr guten Ruf. Ihr Sohn ist schon ein richtiges Goldstück. Sie können stolz auf ihn sein. Danke. Jens macht uns wirklich viel Freude. Das muss mit Ihnen zusammenhängen, Herr Doktor. Er ist immer ganz begeistert, wenn er von Ihnen spricht. Danke, aber ich glaube, seine Begeisterung hat einen ganz anderen Grund. Jens hat bei uns eine neue Freundin gefunden. Und das ist doch der Grund, warum ich ihn eigentlich lieber noch ein bisschen hier behalten würde. Ja, das sagte Schwester Hilde schon. Jens findet sonst so schwer Kontakt zu anderen Kindern. Er ist ein richtiger Einzelgänger. Ja, das stimmt. Ja, da werden Sie staunen. Ich will versuchen, Ihnen meine Überlegungen zu erklären. Nee, vier. Eins, zwei, drei, vier. 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 Eins, zwei, drei, vier. Capito? Oh no. Ich sehe schon. Ich muss noch mindestens 2 Wochen hier bleiben. Okay. Dann spielen wir eben rückwärts. Hallo, mein Schatz. Doc. Hallo, Mami. Hallo, Papi. Hallo. Hi, Doc. Hallo, Jens. Das ist Kiditschia. Dr. Kampmann hat uns schon von ihr erzählt. Hallo. Hallo. Wir spielen Mensch, ärgere dich nicht auf Äthiopisch. Rückwärts. Dr. Kampmann sagt, dass du Ende der Woche an die Ostsee kannst. Ich kann ja nicht weg. Aber dein Arm ist doch wieder in Ordnung. Doc, bitte. Ich kann Kiditschia doch nicht alleine lassen. Jens, du bist ja noch ein paar Tage hier. Also, ich muss jetzt los. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Doktor. Sprecht ihr noch mal mit dem Doc, dass ich hier länger bleiben kann. Bitte sei doch vernünftig, Jens. Du bist wieder gesund. Bitte. Mal sehen, Jens.
Spielt der Mitmensch ärgere dich nicht? Kiditscha muss doch auch lernen, wie man zu viert spielt. Ich möchte Jens noch wenigstens eine Woche hier behalten. Wieso? Ich denke, der Bruch ist ausgeheilt. Und der Junge soll jetzt zur Kur. Ja, das ist richtig, aber die Freundschaft zwischen ihm und Kiditscha ist für beide ein Segen. Kiditscha hat dadurch große Fortschritte gemacht. Ich fürchte, dass die zwei darunter leiden werden, wenn wir sie so plötzlich auseinanderreißen. Ich muss es dir noch mal sagen, Markus, ich bewundere dein Engagement, aber manchmal gehst du mir zu weit. Wir haben extra den teuren Platz im Sanatorium für den Jungen freigehalten. Ja, das weiß ich. Aber der Heilerfolg ist gefährdet, wenn wir ihn gewaltsam von seiner neuen Freundin trennen. Sie wissen genau wie ich, dass sein Asthma auch psychische Ursachen hat. Sicher. Aber du kannst das alles auch nicht ohne die Eltern regeln. Mit den Saubitzers habe ich schon gesprochen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass die beiden wenigstens am selben Tag entlassen werden. Also gut. Ich werde es mir überlegen. Guten Tag, da sind wir. Ja, wissen Sie denn nicht? Was denn? Frau Almers ist gestern verstorben. Verstorben? Ist dir gelungen. Ich war ewig nicht mehr im Theater. Wenn ich ehrlich bin, ich auch nicht. Möchtest du Rotwein oder lieber noch einen Cocktail? Hm. Besser Rotwein. Für dich? Noch eine Überraschung. Pack's aus. Woher weißt du, dass das passt? Das habe ich im Blick.
Was? Kidicia? Was ist los? Du weinst ja. Bist du traurig? Weißt du was? Du schläfst bei mir. Ich kenne das. Wenn man böse träumt, will man nicht allein sein. Und jetzt musst du schlafen. Ich bleib so lange wach, bis du eingeschlafen bist. Ehrenwort. Was sagst du? Du sollst dich beeilen. Ja, bin dabei. Ich muss auch noch duschen. Kein Problem. Schön, das war's. Dr. Kampmann, schauen Sie doch mal. Jens ist jetzt der einzige Mensch, den sie noch hat. Wenn Kelice vom Tod ihrer Mutter fährt, bricht sie uns zusammen. Ich möchte es ihr nicht sagen. Vielleicht stimme ich den Professor noch um und Khadija kann länger bleiben. Und was ist mit Jens? Der Professor hat mit seinen Eltern geredet. Und sie wollen, dass Jens so schnell wie möglich in ein Sanatorium kommt. Hallo Jens. Doc, darf ich dich mal was fragen? Na klar, komm rein. Einen kleinen Moment noch. So. Worum geht's? Weißt du, ich bin irgendwie verliebt. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie das eigentlich geht. Du fragst Sachen, Sportsfreund. Dann echt, erzähl mal, wie das geht. Naja, was gibt es da schon groß zu erzählen? Man mag jemanden sehr gerne. Aber was macht man dann? Ja, du gehst spazieren zum Beispiel, oder ins Kino, oder ein Eis essen. Ist das alles? Es kommt ganz auf dich an. Aber ich glaube, irgendwie merkt man schon, was man gerne machen möchte. Weißt du, deine ganzen Gefühle, die spielen einfach verrückt. Wie verrückt? Ja, dir geht's einfach gut. Du bist völlig durcheinander im Kopf. Du schläfst schlecht und das macht dir gleichzeitig überhaupt nichts aus. Die Sonne scheint auch, wenn es regnet, weißt du. Du meinst also, es ist so, als wenn man beim Fußball 3 Tore hintereinander schießt? Ja. Ja, so ungefähr. Doc, jetzt weiß ich, wie das geht. Man will immer nur zusammen sein. Mhm.
Sag mal, ist was, Doc? Ja, Jens, da ist noch etwas. Was denn? Wir können dich nicht länger hier behalten. Nur noch bis Freitag. Leider. Lieber also nach dem Tode der Mutter nur noch das Waisenhaus? Ja. Und das in Äthiopien. Jedenfalls haben wir nur entfernte Verwandte von Khadija ausfindig machen können. In einem kleinen Dorf im abessinischen Hochland. Und diese Verwandten, könnten die Khadija nicht aufnehmen? Das glaube ich kaum. Die Leute sind arme Bauern und haben selber 5 Kinder. Tag, Frau E. Guten Tag. Gibt's was Neues? Sie muss zurück, das ist jetzt sicher. Wann sagen wir der Kleinen nur die Wahrheit? Momentan noch gar nicht. Manchmal ist es besser zu lügen. Herr Professor, ich bitte Sie, lassen Sie die Kleine so lange wie möglich bei uns in der Klinik. Solange sie offiziell bei Ihnen in Behandlung ist, wird sie nicht abgeschoben. Einverstanden, Markus. Aber damit sind die Probleme, die auf das Kind zukommen, nicht aus der Welt. Sag mal, wollen wir jetzt nicht mal langsam damit anfangen, vorwärts zu spielen? Sonst lernst du es gar nicht mehr, bevor ich aus dem Krankenhaus komme. So rum. 1, 2, 3. Du bist dran. Vorwärts ist eigentlich wie rückwärts. Nur eben andersherum. Kritia. Sie sagt, Jens bekommt keine Luft mehr. Jens! Jens! Ganz ruhig, Jens. Atmen, Jens. Ganz, ganz ruhig weiter. Ganz ruhig. Khadija, es ist alles vorbei. Es sah viel schlimmer aus, als es war. Jens kann schon wieder lachen. Du kannst ja bald mal richtig sprechen. Komm her jetzt. Eigentlich hat dein Retter sich eine Belohnung verdient. Findest du nicht auch? Was für eine Belohnung? Na, lass dir mal was einfallen. Und jetzt Sie, Schwester Hilde. Mit dem größten Vergnügen, Herr Kavalier. Das war toll von dir. Andere Kinder freuen sich, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen. Jens, jetzt mach doch nicht so ein trauriges Gesicht. Ich will bei Khadija bleiben.
und nicht zur Kur. Du kommst doch jetzt an die Ostsee. Da gefällt's dir bestimmt. Da wirst du viele neue Freunde zum Spielen finden. Will ich gar nicht. Warum kann Kedice denn nicht mit zu uns kommen? Aber Jens, wie stellst du dir denn das vor? Bitte. Aber ich sag Kedice noch mal auf Wiedersehen. Gut, ich geh schon zum Auto, ja? Ja, dann komm. In der Mitte sind die Gebanyal. Auch alle. Also. Aber ich habe mich auch zu Lijotsch tagen. Jens ist da. Er möchte sich von Kedice verabschieden. Du bist meine einzige Freundin, Kedice. Ich werde dich nie vergessen. Auf Wiedersehen. Sie kommen dann nochmal zu mir. Ja. Jens! Atiji. Jens, es hilft nichts. Wir müssen jetzt gehen. Ich will aber nicht. Doc, kannst du nicht irgendwas machen? Jens, ich wollte, ich könnte. Ich möchte noch mal Dankeschön sagen. Und du hast uns allen sehr viel geholfen. Mach's gut. Ihnen auch. Vielen Dank für alles, Doktor. Ja. Eigentlich müsste man sich jetzt freuen, aber... Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Kedice wird nach Äthiopien abgeschoben, weil es hier niemand mehr gibt, der sich um sie kümmern kann. Und ihre Mutter? Ist vor ein paar Tagen in Verletzungen erlegen. Das ist ja furchtbar. Weiß es die Kleine schon? Nein. Wir haben es einfach noch nicht übers Herz gebracht. Ich werde dich nicht alleine lassen. So einfach kommen wir hier wohl nicht weg. Jens, was hältst du davon, wenn wir Kedice übers Wochenende zu uns einladen? Oh ja. Gedamin ja gut. Jens galle mir hit tschellisch. Würde sowas überhaupt gehen? Wenn man will, geht alles. Danke, Doc. Ja. Was wird nach dem Wochenende? Ja, warten wir es ab. So eine kleine, große Liebe kann Berge versetzen. Warte mal noch ein bisschen.
Und auf welches Zimmer kommt sie? Du fragst dann aber auch Löcher in den Bauch. Zimmer 114. So, jetzt gehst du aber endlich wieder in dein Bett. Sonst kriegst du zu deinem Asthma noch eine deftige Erkältung. Geh ja schon. Sage. Geh schon. Blutdruck? 90 zu 60. Blutdruck ist nicht stabil. Blutdruck sinkt. Puls. 64. Blutdruck sinkt weiter. Puls 58. Ich verliere sie. Verdammt, was ist los? Puls stabilisiert sich. Blutdruck 70, 50 steigt. Puls 72, wir haben sie wieder. Danke. Wir haben es gehabt. Der arme Puppel. Kommt sie aus Afrika? Sieht so aus, was? Jens, dann musst du aber mal wieder ins Bett. Ob sie einen Unfall hatte? Das werden wir gleich erfahren. Ab auf dein Zimmer. Sie bekommen? Ich denke mal aus dem arabischen Raum. Vielleicht Nordafrika. Na, wie sieht's aus? Kopf, nur eine Platzwunde. Ja, du. Ich tu dir ja nichts. Hat sie irgendwas gesagt? Na, kein Wort. Als ob sie taubstumm ist. Man sieht so apathisch aus. Hm. Ein Schock. Sie hat Angst. Wir sollten erstmal ihren Zustand stabilisieren. Das ist mehr als Angst. Ja. Also wir haben nichts. Wie nichts? Ja, keine Einweisungspapiere, kein Krankenblatt. Wir wissen nicht mal, wie die Kleine heißt. Das gibt's doch nicht. Wo kommt ihr denn mit dem Kind her? Aus dem Notaufnahmelager hier. Und was hat sie? Wissen wir nicht. Sie hat sich übergeben und Blut gespuckt. Also Zustände sind das. Können wir auch nichts für. Der Heimleiter hat uns nur gesagt, dass irgendwelche Leute sie nachts da vor die Tür gelegt haben und dann spurlos verschwunden sind. Bestimmt ist da was faul. Ein Waisenkind? Keine Ahnung. Fest steht nur, dass niemand was über die Eltern oder die Angehörigen weiß. Tschüss. Tschüss. Was ist denn mit dem Mädchen? Jens, ich hab dir doch vorhin schon gesagt, du sollst ins Bett gehen. Bitte schön. Na ja, danke. Na ja, sieh mal, das Bruchende der dritten Rippe, das Lungenfell verletzt. Vielleicht stammt es von einer Misshandlung. Das ist möglich. Hämatothorax? Ja, ja, das sieht ganz so aus. OP. In ihrem Zustand. Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Aber Sie müssen doch wenigstens den Namen wissen. Die Kleine kann doch nicht ganz alleine sein. Äthiopien. Das ist sicher, ja? Mhm. Und haben Sie schon Verbindung mit dem Konsulat aufgenommen? Na gut, dann machen wir das. Ja, danke. Was ist denn jetzt mit dem Mädchen?
Du bist ja immer noch da. Die Kleine wird gerade operiert. Was Schlimmes? Ja, das wollen wir nicht hoffen, Jens. Ob ich sie mal besuchen kann? Ach, damit warte mal.